Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge bei mir auf dem Kanal. Heute wieder mit den Shore Troopern oder Scarif Swarm Troopern oder auch Küstentrupplern. Heute wohl die ungewöhnlichste dreidimensionale Umsetzung dieses Charakters, und zwar als Auto. Ja, die Character Cars von Hot Wheels. Da gab es schon einige andere und gibt es auch noch. Zum Beispiel C3PO wird so, wenn C3PO ein Auto wäre, wäre er ein T2 Bully. Oder Darth Vader sieht auch ein bisschen wagemutig aus. Java haben wir da. Obwohl Hot Wheels jetzt nicht die einzigen sind, die das machen. Takara Tomy hat auch ähnliche Fahrzeuge in Japan auf den Markt geschmissen. Aber zumindest auch der Scarif Stormtrooper, in diesem Fall ein Squad Leader, kam quasi nicht unter die Räder, sondern auf die Räder. Und das Fahrzeug ist natürlich dann auch zum Auspacken da. Jetzt mal gucken, wie gut man die Packung aufbekommt. Ich schnippel hier einfach mal am Lister ein bisschen dran lang. So, hier unten lang, dann da lang, dann da lang, dann da lang. Oben lasse ich ihn mal befestigt. Ups, schnippel die Schnapp. Da nochmal reingesammelt. So. Das Ganze wieder schön gemacht, auch mit so einem Innenblister, damit die natürlich dann immer schön auch displayed werden. Ja, und da kann man schon sehen, aus der Nähe betrachtet, einmal das Imcock ist dann als Felgenumsetzung da, glänzen sehr stark jetzt im Gegensatz zum doch verwässerten Chassis des Fahrzeugs. Aber man kann natürlich jetzt wirklich ein paar Details erkennen. Also es ist eine Mischung eigentlich aus Helm und Brustpanzer. Denn diese Streifen sind ja vom Brustpanzer übernommen, so ein bisschen die Struktur davon. Hier vorne allerdings das Mundstück halt aus dem Helm übernommen. Das Schild, was oben auf dem Helm ist, mit dem Abzeichen. Hier hinten haben wir dann das Karma. Was sind so anstatt Heckscheibe? Da ist wiederum dann der Thermaldetonator untergebracht. Diese Teile an den Seiten, nee, das da nicht, wo die Waffe ist. Das da ist auch mit am Helm, das sieht hier aus wie ein Detail, was vom Gürtel übernommen wurde. Das Braune von den Hosen bzw. auch von den Schuhen findet sich in diesem Bereich wieder. Und die Rückenpartie sehen wir dann da. Schon irgendwie ganz witzig, auch von vorne natürlich auch das Visier angedeutet, auch von der Form her. Dann sehe ich hier gerade an den Seiten, da ist er nur blau. Und da haben wir nämlich dann auch das rote Element, was auf dem rechten Oberarm ist. Oder die rote rechte Oberarmarmor mit den gelben Markierungen drauf. Und unten drunter ist halt so. Also Federn nur angedeutet. Er kann jetzt also, springt zwar so ein bisschen, typisch eigentlich so wie ich meine Autos von damals auch noch kenne. Rollen tut er natürlich super. Also, achso, und der Blaster natürlich. Der Blaster an der Seite sitzt natürlich dann der E22. Jo. Auch zu erkennen. Von der Bemalung her finde ich den schon ziemlich cool. Was mich ein bisschen stört, ist halt der Kontrast hier zwischen den Plastikteilen, jetzt hier das Goldene. Das ist Karma, ist halt, sieht man halt diesen Plastikcharakter an. Aber das Chassis an sich, also was jetzt aus Metall ist, sieht auch schön verwettert aus oder verwittert aus. Leider haben sie das Ganze nicht rübergezogen, auch mit auf die Kunststoffteile. Aber ja, nett auf jeden Fall. Also passt auf jeden Fall sehr gut mit da hinten dazu, zu den Einzelcharakteren, wenn auf einmal so ein Auto dazwischen steht. Es ist auch nicht allzu ernst gemeint. Es steht hier auch etwas drauf. Special Ops Military Vehicle kann ich nicht. Es geht also darum, es kann halt über Sand, über verschiedene Oberflächen fahren, kann sich auf verschiedenen Terrains wunderbar zurechtfinden, im Schnee oder auf Sand oder im Morast. Wegen der massiven Räder, die es hat, oder der starken Bereifung. Und es ist immer ein Fahrzeug, was angeglichen ist oder angepasst ist an den, wie es immer so schön im Englischen heißt, Shore Troopers Iconic Helmet, also der wiedererkennbare, der Helm halt.
Ja, Iconic. Mir fällt gerade jetzt einfach von der Iconic nicht ein. Ikonen, ja, Ikonen hier, Heiligenbilder. Aber schon das besondere Design und die Body Armor sind halt dann hier übernommen worden. Und nicht unbedingt, dass jetzt ein, wie bei Cars, wie bei der Disney-Reihe Cars, diese Fahrzeuge dann auch, ich bin jetzt ein Scarif Stormtrooper, das so nicht, sondern das sind Fahrzeuge, die halt, wie gesagt, so aussehen sollen, wie, so, als wenn ich mein Seat irgendwie wie ein Beiwing einmal und hinten noch was anklebe oder so, als Triebwerke oder sowas. Ja, dann so viel, ich drehe nochmal eben um. So, nochmal von vorne. Okay, festhalten muss ich dann bei mir auf dem Tisch. Also, wie gesagt, man kann also wirklich dann die signifikanten Merkmale schon heraussehen bei dem Gefährt. Ist wirklich die Details auch schön umgesetzt. Nicht nur, dass der farblich so angepasst ist, sondern halt wirklich auch die Teile auch schlüssig so gesehen eingesetzt wurden. Wie jetzt hier das Schild, was oben am Helm eigentlich sitzt. Hier nochmal so eine Abdeckung vom, über der Kabine halt ist, über dem Cockpit ist. Das hier wie so eine Heckscheibe halt wirkt, das Karma. Beziehungsweise halt wie so ein Lappenfahnen, keine Ahnung. Hinten wie der Motorauslass oder die Kühlung. Das Teil vorne halt wie der Kühlergrill. Also so gesehen schon dementsprechend umgesetzt als Fahrzeug. Ja, dann ist er wieder. Vielen Dank fürs Reinschalten, fürs Interesse zeigen. Und der wandert jetzt, ich weiß noch nicht, ob eingepackt oder ausgepackt, hinten auf jeden Fall zu den weiteren Showtroopern, wo ich mal aufräumen muss, weil da stehen ganz viele andere Sachen auch noch. Dann freut es mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit reinschaltet. Und bis dann.